Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together bzw. Parallel Resident Evil mit Olias. Moin sehen zusammen. Yeah, geil. Können wir den Kerzenleuchter hier eigentlich? Ne, können wir nicht. Oh, okay. Ich habe so. Das Regal gemessert. Tut mir leid. Oha. Ja, Freunde, warum sind hier überall so volle Aschenbecher, Alter? Guck mal. Diese Muschel da rechts, die quillt richtig über. Hardcore-Rauch, Alter. So viel Rauch ich nicht mal. Ne? Alter. Ja, das passiert, Freunde. Dann spielt Lungenkrebs, ihr werdet dann pilzverseuchte Missgeburten, Alter, die irgendwelche schwarzen, was weiß ich nicht, Sachen hier wachsen lassen am Rand, Alter. Freu dich, Alter. Freu dich. So. Ja. Freunde. Es geht weiter. Ich gehe durch die Tür. Ich gehe jetzt den Steg lang. Also, es wird mich sowas von mega hardcore. Ich bin schon wieder weg vom Mikro, man hört das ja. Also, es geht gar nicht anders. Wir müssen sie jetzt getriggert haben. Wir waren ja in allen Räumen. Nee, wir waren in einem nicht, da wo diese Käfer vor waren. Richtig, genau. Da kommen wir nicht rein. Vielleicht macht Mutter da Päuschen. Ja, das kann sein. Vielleicht sind diese Schwärme echt immer da, wo sie ist, Alter. Oh, ich will nicht diesen Gang wieder lang, Mann. Aber so. Wir müssen. Das ist doch die einzige Tür, wo wir jetzt noch nicht waren, oder doch? Ja, eigentlich schon. Da ist auch ein. Das ist ein Dietrich-Symbol. Wir haben ja keinen Questlog so richtig. Da geht's auch Richtung Keller. Also ich glaube, wir müssen diese Tür probieren, Alter. Aber da kommen wir nicht dran vorbei, wenn wir den Brenner nicht haben, Digga. Sicher? Ja. Diese Käfer davor verfolgen uns doch, oder nicht? Ja, aber die tun mir ja auch sofort weh. Es ist ja die einzige Tür, Alter. Ich weiß es nicht, sag was. Ja, ich gehe jetzt mal, weißt du was? Ich gehe jetzt kurz einmal zum Plan. Okay. So. Oh, ist mein eigener Schatten. Oh. Ey, es ist einfach jeden Moment so weit. Alter. Was? Wie heißt denn das? Wie kann ich mir das erklären? Bevor du wieder rausgehst zum Anfang hin, wo wir den Plan gefunden haben. Ja. Yeah. Steht an der Wand. Sie ist ja. Oben. Geh nicht hoch. Ah ja. Okay, die Frage ist, wer hat das da jetzt hingeschrieben? Okay, so. Oh, fuck, die scheiß Käfer. Fickt euch. So. Ach, ja, lol, da drüben, wo wir uns, wo wir dann runter sind in dieses Versteck, wo sie dann das Licht ausgemacht hat, ja. Und so ein Scheiß. Lol, wenn man gestochen wird von den Viechern, hat man so richtig Quaddeln an der Hand, wie von einer Allergie. geiler Side-Effekt. Nee, steht sonst... Da geht's hoch, drin. Alter. Da oben ist sie locker. Aber da kommen wir ja nicht rüber, Schau. Oder? So und... Aus. Ja, und was ist, wenn wir jetzt hier runterspringen? Ins Wasser? Geht das? Sieht hier ein Plan für einen Flammenwerfer aus. Ja, der bringt nur nichts. Schade. Okay. Oh, ich will da nicht runterspringen. Probier mal, geht das? Probier mal. Probier doch mal. Ja, ich tu mal. Nee. Geht nicht? Oh, Gott sei Dank. Schade, schade. Wahrscheinlich. Schade, schade. Nee, wir können echt nicht runterspringen. Richtig Panik, so. Wenn du mitten im Satz aufhörst zu reden, Alter. Richtig krank. Jenes Gefühl, Alter. Jenes Gefühl. So. Ja, es bleibt dann nur die Tür, Alter. Wir haben ja keine Wahl. Ey, ja, aber dann sterbe ich doch an den Mistbahnen hier. Ja, dann ist es so und ist halt zu Ende. Naja. Okay. Ja, ich habe ja gespeichert. Ich habe ja gespeichert. Ja, genau, eben. So. Don't go up. So. Also du meinst, ja, in der Küche. So, Küche ist in hier. In der Küche, genau. So, dann renne ich da jetzt durch, wie so ein Idiot. Oh, warte mal. Was ist, wenn wir die Spinnen mal anschießen oder so? Können wir da vielleicht was öffnen? Oder? Nee, das sind so viele, das gibt nicht. Nee, passiert nichts. Sag ich doch, Alter, das sind so viele. Na gut, okay, ich renn durch. Ich renn jetzt durch. Käfer! Oh, noch mehr Käfer, Alter! What the fuck? Okay, keine gute Idee. Okay, jetzt sind wir in dem anderen Raum. Ey, jetzt sind wir wieder am Anfang, Digga. Hä? Okay, irgendwas blicke ich noch überhaupt nicht. Oh, ich glaube, da öffne ich nochmal, dann lade ich nochmal, Alter. Ich habe so viel Leben da verloren. Aber es geht noch. Bei mir alles im grünen Bereich. Ist noch ein bisschen, nee, grünen Bereich nicht. Ich habe schon Blut an mir kleben, aber. Wow, okay. Aber es sollte gehen. Ja, keine Ahnung. Dann. Galerie, da war Speicherpunkt. Bin ich jetzt. Der Wasserspeicher. Können wir die Dinger kaputt schießen? Sollen wir es doch tun? Die Spinnen meinst du jetzt, oder die... Diese fetten Messer, Alter. Ich weiß gerade nicht, wie wir weiterkommen sollen. Ich sehe auch keine Tür oder so. Essenszimmer waren wir in beiden, die geht durchs Wohnzimmer. Im Wohnzimmer liegt bestimmt irgendwas rum, oder im Salon. Aber das ist ja alles voll mit Käferscheiß. Auch nicht.
Wir müssen das irgendwie freikriegen, aber uns fehlt ja das Flammenwerferteil 1 oder so. Ey, warte mal, ich guck mir das jetzt mal an. Wahrscheinlich sind wir einfach nur zu blöd. Ja, vermutlich ist es so. Alle jetzt schon im Facepalm denken so, ja. Oh, Resident Evil morgens um 1, die Idioten wieder. Hasse die voll. Dislike, Diabo, Penner. Könnte ich mal einen Flammenwerfer bauen, ey. Oder war der Flammenwerfer die Spinne? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja. Weißt du das noch? Was? Womit wir die Spinne Skulptur gehalten haben, dass dann raus eine Spinne wurde? Weißt du auch nicht mehr, ne? Nee, das war ein Stück Holz, Alter. Ich weiß ja nicht. Das war in beiden Fällen ein Stück Holz. Ich habe immer noch Angst, hier Mutti zu triggern, um so lange, wenn ich hier rumlaufe. Schieß da jetzt mal drauf. Das okay, haben wir. Echt nur sauer, glaube ich. Fernseher. Schublade. Ich komme mir gerade wieder richtig dumm vor. Das ist daran mal. Ey, oder muss ich alles mal in die ersten Sachen reinpacken? Fuck it, fuck it, fuck it, fuck. Was machst du? Ja, ich wollte an die eine Kiste ran. Aber da brauchst du auch bloß den Flammenwerfer für, um da ranzukommen. Ich kann nichts auswählen, okay. Scheiße. Ey, sind wir jetzt so dämlich, um hier weiterzukommen? Wir haben Brennstoff und alles da, Alter. Kommen wir nur hier nicht weiter. Fass es nicht. Wir haben doch den Stab, wir haben diese Düse, wir haben das Teil mit dem 100% hier 100 Volumen drinne. Wir haben doch alles. Krass auch gerade nicht. Ich versuche mal irgendwelche Teile einfach hier ans Licht reinzuhalten. Vielleicht hast du recht, vielleicht sieht irgendwas davon aus wie eine Spinne. Keine Ahnung. Okay, ich bin unterwegs. Nicht, dass ich schon wieder hier sterbe, ne? Nee, der schon mal auf jeden Fall nicht. Weiß gerade nicht, was wir noch machen sollen. Das sieht alles definitiv nicht aus wie eine Spinne, also. Hab mich bei dem Adler dümmer. Also kannst du lassen, ich lebe mich ganz weit aus dem Fenster und sage, das geht bald nicht. Obwohl? Nee, aber nicht obwohl, bitte, das wäre jetzt so krank. So, Chemikalie. Wo sollen wir denn noch ran? Da drüben ist auch so ein Nest, da kommen wir auch an diese Schubdüse nicht ran, oder? Von wegen, da wo es gerade ausging, wo wir das erste Teil gefunden haben, da geht es auch bloß nicht weiter. Wir müssen da rüber. Was ist denn, als wir mit Mia gespielt haben? Ja. Ist sie ja in diesen Tunnel runter. Was ist denn, wenn wir irgendwo unten was übersehen haben? Weißt du? Oh Gott. Ja. Und dass wir da dann quasi hochkommen statt runter. Ah, das ist voll clever und von mir, also ist es falsch. Aber. Ja, keine Ahnung, Mann. Die Frage ist, wo soll das sein? Oh, das fuckt mich gerade übelst ab. Wasserspeicher, Wohnzimmer, da hoch kommen wir nicht. Essenszimmer waren, weil da brauchen wir einen Dietrich. Da sind aber auch die Käfer. Eingang, Wohnzimmer. Da geht's hoch, da ist abgebrochen. Da kommen wir nur durch den Tunnel durch. Deswegen müssen wir in den Keller vermutlich. Oh Mist, warte mal, hier ist doch nicht. Ah, nein, da kommen sie. Ja, genau da war ich nämlich auch. Freunde, ich würde sagen, bevor wir einen großen zweiten Part des Herumirrens und irgendwann Father-Triggern machen, machen wir einen kurzen Cut und schneiden euch dazu, wenn wir irgendwas finden. So sieht's aus, hätte ich jetzt auch. Weil das ist ja sonst auch seelisch grausam. bis gleich. Bis gleich. Freunde, ich möchte nicht wissen, wie hart ihr wirklich gefacet habt. Ich möchte es nicht. Wir tun es selber, wenn wir das nachträglich gucken. Ja, wir haben auch keine Entschuldigung oder so. Die Dinger lassen sich natürlich kombinieren, indem man im Inventar F drückt und dann auf Objekt kombinieren geht. Da kann man drauf kommen innerhalb von 3 Parts. Genau. So, ich will was wegbrennen. So, jetzt los hier, Alter. Oh Gott. Meine Fresse. Das tat uns gerade so weh. Das tat uns so unfassbar weh. Also nicht mal leid, nur weh. Es ist, Junge, Alter. Jetzt kann auch Mutti kommen, Alter. Der brennt mal einfach richtig schön ein Loch in den Bock, Junge. So gehen wir jetzt erst in die Küche, oder? Boah, ich hab schon was wegbrannt, Alter. Ich werd hier schon. Warte mal. In dem ersten Raum bin ich gleich rein. Ja, in die Küche, oder nicht? Ist das die Küche? Nee, ich bin. Ach, wir können ja hinten rum, oder was?
Sorry, ich stehe noch beim Plan. Ach, lol. Okay, ich war im Safe Room. Ja, gut. Ja. Wir brutzeln jetzt einfach was weg, sagst du. Ja, würde ich auch mal sagen. Der brutzelt gut, Junge. Ich bin jetzt bei den Spinnen hier, weißt? Ja, ich gehe da auch gerade hin. So. Welche Nummer war das jetzt nochmal bei mir? Da. Okay. Oh, nur einmal draufdrücken? Nee. Ja, so konzentrierte Feuerstöße sind ganz gut. Ja. So, jetzt können wir auch hier aufmachen. Oh, ist schön. Gleich ein langes Spielerlebnis hier, Junge. Oh, die geil. Kommentare. Freunde, wir nehmen immer so mindestens 3 Parts am Stück auf. Es tut mir leid. Nummer tut Nummer weh. So. Wollen wir direkt auch raus durch diese Gartentür wieder hier, also in auf diesem Steg und da das wegbrutzeln? Können wir machen. Ich mach kurz diese Dietrich habe ich da mal kurz aufgemacht. Ich hoffe, es funktioniert auch. Und nehme mir kurz Medizin, weil bei mir geht's nicht anders. Nice. Jo, gönn dir. Okay. Wieso seid ihr nicht tot, Alter? Ja, hast du eine bestimmte Zeit wahrscheinlich, um da was zu machen. Bauen die das wieder auf, Alter? Ich weiß nicht. Ich baue das wieder auf, die Wichser! Oh, das ist ja scheiße, Mann. Ja, dann weiß. Aber ich weiß doch nicht, ob wir da jetzt überhaupt was aktivieren können oder ob wir was brauchen, aber ich da jetzt nicht nie verstanden werden. Ne? Ja, jetzt greifen mich hier diese dicken Viecher an, Alter. Was für Hurenkinder, Alter. Bist du schon draußen? Hast du schon probiert mit dem Flammen einfach? Nee, ich stehe draußen, ja. Aber ja. Mich haben erst die Dicken angegriffen. Mit dem Messer dran. So. Es kommt nicht. Komm doch her, Alter. Los, komm her. Ey, wir brauchen hier einen Stift oder irgendwas zum Drehen. Okay, gut. Ey, es kommt nicht her, das Arschvieh. Komm her jetzt. Ja, aber na, Koi. So, Wichser. Kommen wir da schon mal nicht weiter. Los, komm her. So. Das heißt, wir müssen drinnen noch mal gucken. Wir müssen drinnen noch mal irgendwie... Irgendwas wegbrennen. Irgendwas wegbrennen, ja. Na, im Wohnzimmer dann sicherlich hier. Geradezu dann jetzt, ne? Ja, aber da stehen die genau vor. Ich würde einmal rumlaufen. Ach so, einmal rum. Ja, okay. Da kommen wir besser dran, glaube ich. So, hier ist noch... ja, beziehungsweise hier diese Schließkassette, genau. Ja, genau, da öffne ich gerade. Ah, Kraut, okay. Aber da ist auch noch ein Schrank mit Spinnen, ne? Ja, stimmt. Oh, nein, was? Oh ja, eine sitzt da noch, oder was? Oh, kommt schon, Alter. Nicht euch, so. Ja, Kraftstoff, okay, wo wirst du? Das Nest sieht jetzt aber komplett kaputt aus hier, Alter. Da sind ja auch ein Haufen Würmer drin wieder. Das ist ja, das scheint jetzt noch drin zu sein. I like. So. Das ist jetzt ganz kaputt, oder was? Nee. Ich glaube ja. Also bei mir kommen da keine mehr. Also draußen hat sich so komisch aufgebaut. Hier irgendwie nicht. Okay. Ja. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich jetzt direkt neue Brennermuni hier kombinieren kann, muss. Jawohl. Kraftstoff für den Brenner. Möchte ich. So, ich gehe jetzt ins Wohnzimmer. Ich brenne da jetzt mal ein bisschen. Wodurch denn? Achso, ja, wie gesagt, einmal komplett rum. Bei dem Plan dann durch, ne? Ja, beim Plan jetzt hin. Das tut mir immer noch so weh, Alter. Die Parts hatten bis jetzt wenig Scares, aber wir waren der Scare, Alter. So, schön auf das fette Ding hier, ne? Bam! Komm ich. Oh nein, ich sag das. Nein. Piss euch. Ah ja. Ja, wenn man lang genug drauf hält, dann platzen Dinger, Alter. Das haben wir drauf. Jawohl, nice. Okay, gut. Okay. Ja, da geht's jetzt durch. Und das ist bestimmt der besagte Tunnel, was ich meinte. Von mir. Alter! Was denn? Ey, ich krieg sie nicht down. Ich bin wieder zu blöd dafür. Ja, das ist der Tunnel, den ich meine. Da kommen wir jetzt im Keller und dann kommen wir da hinten hoch, wo wir mit Mia rein sind. Ja, top. Ja, aber ich würde sagen, Freunde, bevor wir das machen, gehen wir wieder speichern. Hier liegt auch noch flüssige Chemikalie. Weil da jetzt rein... Ich glaube nicht, dass wir nochmal so ein Safe Point serviert kriegen, Freunde. Nee. Gleich geht's richtig ab, glaube ich. Ja, dann können wir jetzt nochmal entspannt zurückgehen. Könntest du auch nochmal angucken, ob die Viecher denn spawnen. Sieht nicht so aus. Das ist schön, auch die Spinnen nicht. Bin wieder falsch gelaufen.
Ja, was waren das für Parts, Digga? Ja. Also das Gute ist, also ich persönlich entschärfe die Parts für mich selber, weil ich die ganze Woche schon dran denke, was wieder für kranke Scheiße passiert, wie hart ich meine Lebensspanne mit sowas verkürze und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wir nicht so hart uns gefürchtet hätten, dass jetzt irgendwas passieren muss, wären wir auch definitiv mal drauf gekommen, den vernünftig zusammenzubauen. Ich weiß es nicht, wir sind schon ganz schön dumm. Also, okay, da hast du auch wieder recht. Wir haben versucht, mit der Düse und dem Griff eine Spinne zu formen, also mir braucht keiner was erzählen, dass das normal ist. Okay. Ja, vielleicht, also man sollte einfach nochmal lesen, das ist so die Quintessenz der Parts. Und ein Scare hatten wir, ne? Der eine Scare war der BH ohne Inhalt, das ist, finde ich, immer sehr traurig. Und der zweite große war der Käfer durchs Fenster, also Assi-Viecher ohne Ende. Freunde, also ich bin drin, ich speichere jetzt. Das ist schon mal gut. Und ich muss heute definitiv zu McDonald's oder so, ich muss richtig schön meinen Körper mit fettem Scheiß vollpumpen, um das alles zu vergessen, Alter. Ja, Leute, Freunde. Was ist los? Alles ist gut. Wir sind im Safe Room, in einem verlassenen Bootshaus. Auf super dreckigem Wasser. Mutti ist oben, wir haben Flammenwerfer. Was soll passieren? In den nächsten Parts, bis zu denen wir uns verabschieden. Bis dahin, haut rein. Tschau. Macht's gut.